Loi ist bereit. Michael und die Kinder sind bereit. Nur die ahnungslose Rosi kann gar nicht bereit sein für das, was jetzt kommt. Jetzt kommt ein neuer Gast. Und um was geht's? Natürlich um die Liebe. Ich hab dich auch lieb, Luna. Ich bin der Michael. Ich komme aus dem tiefsten Bayern, hier in den hohen Norden, um mit Hilfe von Julia meiner Angebeteten einen Heiratsantrag zu machen. Ich bin jetzt seit 7 Jahren mit der Rosi zusammen und auch seit 7 Jahren echt schwer verliebt. Die Rosi habe ich im Internet kennengelernt und wie man das halt so in diesen Börsen kennt, man blättert durch und man überblättert dann auch dummerweise mal jemand. Und dann irgendwie so 2 Sekunden später hat es Klick gemacht und ich habe sie nicht mehr gefunden. Und das war echt ein krasses Thema, da dann wieder das richtige Bällchen zu finden. Als wir uns dann das erste Mal gesehen haben, war es wirklich um uns beide eigentlich geschehen. Da war von Anfang an klar, dass das die große Liebe ist. It's us against the world. Vor ungefähr 3 Jahren war die Mama von Rosi wirklich schwer krank. Und wir waren da wirklich über Wochen jeden Tag im Krankenhaus bei ihr. Für mich war es ganz wichtig, ihr, also das heißt der Mama, auch Kraft zu geben. Da habe ich ihr eigentlich echt versprochen, wenn sie das überlebt und wenn sie wieder heimkommt zu uns zurück, dann werde ich Rosi heiraten. Sie kam dann wieder nach ein paar Monaten nach Hause. Und jetzt möchte ich einfach mein Versprechen auch einlösen. Ich glaube, Rosi wartet schon auf einen Antrag, auch wenn sie das nicht so formuliert oder ausspricht. Verheiratet zu sein, das ist so einfach das i-Tüpfelchen auf einer Beziehung, auch wenn das viele nicht so sehen. Aber für uns ist das einfach ganz wichtig. Man hat das immer im Kopf, Tag und Nacht, und jetzt spitzt sich's wirklich zu und sind es noch ein paar Stunden und dann meine. Und ich gebe sie nicht mehr her. Rosis Kinder unterstützen Michaels Plan. 2 von ihnen begleiten ihn hier ins Haus am Meer und die 3. lockt später die Mama. Hallo zusammen. Hallo, sehr herzlich willkommen. Was kann ich für euch tun? Ich habe 3 Zimmer reserviert. Ja. Für den Michel. Micha. Für die Sophie. Dann gucken wir das direkt. Und für den Tim. Das hört sich doch fantastisch an und sieht auch super schön und gut aus. Bitte schön. Ich brauche nur, Michael, von dir eine Unterschrift und deinen Namen nur. Bitte schön. Hier dein Name und da eine Unterschrift. Und dann ist alles fantastisch. Das ist doch fantastisch. Hallo. Hallo. Hallo Michael. Hallo, hallo Sophie. Hallo. Hallo Tim. Na, geht's euch gut? Wahnsinnig aufgeregt. Ich merke gerade. Aber sonst alles gut. Ich versuche dir das zu nehmen. Danke. Ja. Warum bist du hier? Ich bin natürlich hier, um meiner Rosi hier einen Heiratsantrag zu machen. Mhm. Du möchtest eure Liebe feiern und deine Rosi feiern. Das höre ich daraus. Ich weiß ja ein bisschen was über eure Geschichte. Ihr seid richtig Patchwork. Ihr seid Rosis Kinder. Genau. Wie ist es, Michael so sprechen zu hören über die Mama? Freut uns. Ja? Ja, weil wir ihn ja auch gern mögen. Ja. Deswegen. Und wir freuen uns für die Mama. Also ihr seid voll mit im Boot und steht dahinter und findet das richtig gut. Ja. Und ich gebe mir Mühe, dass das alles gut wird. Das ganze Team wird vorbereiten, helfen. Wir haben also viel vor gemeinsam. Ja? Ich bin sehr gespannt, wirklich wahnsinnig neugierig. Ich freue mich sehr, dass ihr im Haus am Meer seid. Wir uns auch. Vielen Dank. Alles klar, kommt erstmal an und dann geht die Arbeit los. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Heute habe ich noch einen ganz speziellen Gast, die wunderbare Sängerin Loi.
wird heute Abend beim Heiratsantrag eine ganz wichtige Rolle spielen. Ah, da ist mein Date. Hallo Leute, ich bin Julia. Hallo. Hi. Herzlich willkommen im Haus am Meer. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist so schön. Ich bin total glücklich, dass du hier bist. Weil du musst wissen, gefühlt kennen wir dich alle schon, weil wir ja jetzt seit einigen Wochen schon immer dein wunderbares Lied einfach hören. Ja. Du gehörst schon zur Sendung. Das wäre sehr schön. Du weißt noch gar nicht so viel, was heute los ist, ne? So ein bisschen. Nee, okay. Noch nicht so viel. Also wir planen ja heute eine große Überraschung hier am Strand. Mhm. Und das Highlight dieser Überraschung bist natürlich du mit deinem Song, um mal den Druck zu erhöhen. No pressure. No pressure. Okay. Und ist es richtig, dass du danach heute Abend auch noch zum ersten Mal deinen ganz neuen Song performst? Ja, oh. Firework werde ich singen. Okay, ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch ganz, ganz doll. Danke, dass ich hier sein darf. Wir machen das zusammen, yes. Okay? Ich mache jetzt weiter mit Vorbereitung. Ja. Und du erhol dich noch. Okay. Okay. Dankeschön. Bis später. Ciao. Tschüss. Mit Lois Unterstützung wird Michael seiner Rosi heute nach 7 Jahren Beziehung die Frage aller Fragen stellen. Rosi bedeutet mir alles. Die Rosi ist mein Leben. Ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt, ohne Worte. Wenn man dann seine Gefühle ausdrücken kann mit dem, ja eigentlich so mit der Heirat, mit der Hochzeit, mit dem Antrag, dann ist das halt einfach, ja, ein Schritt weiter. Am meisten geht mir durch den Kopf im Moment wirklich der Antrag als solches. Kriegst du alles hin? Funktioniert alles so, wie es vorgesehen ist? Stehst du da und dir fällt gar nichts ein und so. Das ist halt gerade alles sehr turbulent. Aber irgendwie geht's schon. So, und du hast jetzt noch ein Late-Check-In, oder? Genau, das schönste Zimmer bekommt sie. Das schönste Zimmer, das sagst du zu jedem. Das ist wirklich das schönste Zimmer. Also jetzt kommt eine ahnungslose Braut, die von ihrem Glück noch nichts weiß. Rosi, die Angebetete von Michael, die von ihrer Tochter Efi hierher gelockt wird. René, bist du da? Ich bin da. Hallo, da. Unsere letzte Überraschung. Überraschung. Los. Hallo zusammen. Hallo. Was kann Zimmer, ich? Efi und Rosi sind jetzt da. Efi und Rosi. Ja, genau. Warte mal, das kontrolliere ich mal eben. Hallo. Perfekt. Ihr Liebe, ich brauche nur ganz kurz von euch. Ja, stell das einfach dahin. Ist alles gut. Ich brauche kurz von euch nur Name. Guck mal, Name und Unterschrift. Da unten, oder? Ja. Die Anreise war gut? Ja. Ein Träumchef. Hey. Vielen lieben Dank. Genau. Geht los. Ein Träumchef. Hallo Rosen. Ich bin Julia. Hallo. Hallo. Ui, das ist die vom Fernsehen und ja, lasst mich hier weg. Hallo. Hi. Hallo Efi, meine Verbündete. Hi. Hallo. Lernen uns endlich persönlich kennen. Ich würde dich gerne mitnehmen. Die Efi weiß Bescheid, der René weiß Bescheid. Das ist hier kein normales Hotel. Wir würden einfach uns zusammensetzen und dann erfährst du vielleicht ein bisschen mehr. Okay? Ich verspreche dir, es passieren nur schöne Dinge. Wir sind im Haus am Meer, ein besonderer Ort. Okay? Komm einfach mit. Ja. Okay. Ich glaube, sie ist überrascht. Rosi, jetzt hast du ja schon gemerkt, dass es nicht einfach nur eine Reise ist mit deiner Tochter, sondern
irgendwie eine ganz andere Wendung hier alles nimmt. Das ist jetzt angekommen, glaube ich. Ja. Und hast du irgendeine Idee, wer da zum Beispiel dahinter steckt? Ich glaube, mein Michi. Dein Michi? Ja. Wer ist dein Michi? Mein Lebensgefährte. Mhm. Wo ist der jetzt? Er sollte eigentlich in der Arbeit sein, aber ich glaube, der ist nicht in der Arbeit. Okay. Ich habe es gerade schon leuchten sehen, als du nur den Namen Michi erwähnt hast. Ja. Was bedeutet dir dein Michi? Eigentlich alles. Wir verstehen uns super gut. Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Er hat zuerst weitergeblättert und dann doch zurück. Echt? Ja, das halte ich ihm jeden Tag vor. Ja, und als wir uns eigentlich das erste Mal gesehen haben, war es schon ja, irgendwie der passende Deckel. Seid ihr Familienmenschen? Ja, sehr. Mhm. Also ich würde meine Familie nie im Stich lassen. Also meine Kinder bedeuten mir alles. Mhm. Und für meine Kinder, also wenn Michi meine Kinder nicht akzeptieren wird, wird die Beziehung auch nicht funktionieren. Der hat sich sehr gut mit den dreien verstanden, von Anfang an eigentlich. Mhm. Sie sagen immer, wir haben zwar einen Papa, aber der Papa, der für uns da ist, ist der Michi. Also total integriert in die Familie. Ja, schon. Und war das so, dass irgendwas in dir gleich gesagt hat, das ist der Richtige? Ja, wir waren von Anfang an, keine Ahnung, wie wenn wir uns schon 20 Jahre kennen. Mhm. So seelenverwandt, wenn es sowas gibt. Also hast du noch mal das Ganze... Meinen Traummann gefunden. Ehrlich? Ja, schon. Ach Mensch, ist das schön. Rosi, ist für dich klar, dass ihr das Leben miteinander verbringen werdet? Ja. Wenn er nicht gehen will, ich gehe nicht. Ich liebe ihn bis zum Mond und zurück. Ich glaube, ich habe Menschen noch nie so sehr geliebt. Ich würde jetzt gern mit dir wohin gehen. Ich würde dich einfach mal gerne rausbringen. Okay. Richtung Strand. Okay. Sollen wir das machen? Mhm. Komm. Rosi hat keine Ahnung, dass ihre ganze Familie im Haus am Meer ist. Und vor allem weiß sie nicht, dass ihr Michael ihr einen Antrag machen möchte. Wenn die Rosi kommt, dann leuchtet mein Leben. Das ist, für mich ist das das Schönste, was es gibt, wenn die Frau an meiner Seite ist. Das Gefühl ist eigentlich wirklich schlecht zu beschreiben, weil das so überwältigend ist. Loi ist bereit. Michael und die Kinder sind bereit. Nur die ahnungslose Rosi kann gar nicht bereit sein für das, was jetzt kommt. Dabei bin ich mir ganz sicher, dass es genau das ist, was sie sich wünscht. Jetzt geh einfach runter zum Strand, denn da ist eine Überraschung für dich. Okay? Alles klar. Follow, and everywhere you are is my home, and every
Liebe Rosi, wir gehen schon eine ganze Zeit zusammen durchs Leben. Ich möchte einfach nicht mehr ohne dich sein. Wir haben so viele tolle Sachen erlebt und haben ganz viele Sachen schon durchgemacht. Und ich möchte wirklich keine Minute mehr ohne dich sein. Das ist, du bist das Wichtigste für mich, was es gibt im Leben. Wenn ich dich sehe, leuchtet meine Welt. Und deswegen möchte ich dich einfach fragen, mein Schatz. Möchtest du mich heiraten? Ja. Ich liebe dich, mein Schatz. Ganz Ich hab's mir gewünscht. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie jetzt. So I will stay the way I am. Wie ein Märchen, wie ein Traum. Ich hatte sowas noch nie, kann man nicht beschreiben, wie das ist. Ein mega schönes Gefühl. Bin gespannt, ob morgen noch mein Ring dran ist oder ob es ein Traum ist.